Ja, sehr schön, weiter so. Ich hoffe, es rettet uns den Arsch. 8. Komm bitte eine 9 oder sowas, okay. Und 7, okay. Damit kann man sehr gut leben, finde ich. So. Möge es uns den Arsch retten. 14.000 verkauft, okay. Irgendwas hatte ich eben noch im Hinterkopf gehabt. Achso, ja genau, Fill Position. Showreel. Ich schätze mal, das wird Game Design sein, ich weiß es nicht genau. Wir investieren einfach mal 200.000 rein. Was willst du machen? Wir brauchen ganz dringend jemanden fürs Design. Sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Cole. Was ist das, ein Mann oder Frau? Cole. Klingt, das ist ein Mann, okay. Ist ja auch egal. So, du kriegst gleich nochmal das Welcome Training. So, du brauchst ganz dringend Urlaub, sehe ich gerade. Black and White hilft uns gerade noch so ein bisschen über Wasser zu bleiben. So, Black and White hat reingehauen. Schlecht. Wir brauchen irgendwie ein neues Game. Ein historisches Spiel. Historisches Spiel wäre auch mal was. Oh, Corsel. Ich muss jetzt nachschauen, was das heißt. Sorry, Leute. Wo ich überhaupt mein Tablet hingepackt? Ich bin gleich wieder da. Ich guck mal ganz kurz, wo mein Tablet ist und kann ich mal gucken, was Corsul heißt. Bin einfach zu blöd dafür, um das zu wissen. Moment. Mein Tablet lag einen halben Meter von mir entfernt. So, das Spiel ist ja sowieso gerade pausiert, also kann ja nichts passieren. Da ist das Übersetzungsprogramm. Und jetzt bin ich gespannt. Kasual. Ist ja ein komisches Wort. Corsul heißt. Ui. Da gibt es ja viele Sachen für Gelegenheitsspiele oder sowas, glaube ich. Da gibt es ja saumäßig viele Bekleidung gleich schon. Gelegenheitsspiel oder sowas? Zufällig, zwanglos, sorglos. Ich glaube, das ist das Gelegenheitsspiel mit gemeint. Was hatte ich jetzt im Sinn? Ein History-Spiel. Ah, da passt eigentlich Corsul nicht wirklich. History, Strategy. Aber Strategy, History. Machen wir mal vor euch für Major. Das nehmen wir mal einfach Stronghold. History und Strategy. War das eine gute Kombination? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. So, Strategy war auf dem PC sehr gut. Eigentlich passt Medieval besser an der Stelle. Medieval Strategy PC. Okay, Stronghold war jetzt auch nicht so das krasse Game. Machen wir mal für Everyone. Passt schon. So. 3D hatten wir nicht. Wir nehmen mal 2DV2. Engine ist wichtig. Gameplay ist so lala wichtig. Mikrofon ist ein bisschen weit weg gewesen. Ui, da flattern aber die Punkte. Ah, so. Level Design. Okay, Dialoge brauchen wir definitiv nicht. Level Editor auf jeden Fall. Level Design machen wir mal so und passt so. Wir sind schon wieder minus. In 2 Monaten wird der Super NES vom Markt genommen. Open World brauchen wir nicht. Sound. Ja, World Design. Graphics ziehe ich mal ein bisschen runter. Machen wir World Design hoch. So, das hat man ein bisschen ausgeglichen. Jetzt sammeln wir endlich mal ein paar Designpunkte hier. Das ist sehr gut. Ah, ja. Sehr schön. Bugs, schnell Bugs. Wir haben nicht viel Kohle. Puh.
Ja, New Record. Bam. So, Gameplay, Story Quest, bla bla. Jawohl, Lillian Collins ist Level Up. Lillian Collins verdient immer mehr. 32.000 will die jetzt schon haben. So, jetzt kommt, Leute. Rausbringen das Game. Schnell. Die ersten Reviews kommen rein. Ich hoffe, es ist halbwegs in Ordnung. Naja. Hätte deutlich besser sein können. Aber so können wir uns wenigstens noch mal halbwegs über Wasser halten. Mach mal wieder den Game Report. Oh, wir haben so viele Sachen auf einmal zum Game Report machen. Bei Stronghold, denke ich mal, ist es am wichtigsten. Aber wir können eigentlich hier alle mal einen Game Report machen lassen. So. Ihr reportet jetzt mal ein wenig. Du kannst ja mal ein bisschen researchen. Marketing. Ah, es kostet alles Kohle. Das ist das Problem. Dialog Tree. Das wäre eigentlich geil. Ja, ich habe schon eine Idee, was wir als nächstes bauen. So. So, was ist los? Medieval and Strategy is a great combination. Gameplay seems to be very important for this type of game. Engine seems to be quite important for this type of game. Okay. Gut zu wissen. Boss. A small number of dedicated fans have asked that we release the source code to one of our older game engines, Pixel Killer. Doing so would certainly Okay. Es wird gefragt, ob wir unsere alte Pixel Killer Engine Open Source machen können. Ja. Finde ich eigentlich okay. Die Engine ist schon richtig alt. Machen wir. Engine seems to be quite important. Also für Black and White 2, okay. So, wir machen mal ein neues Game. Das nennen wir jetzt Daggerfall. Für Major. Und das ist ein... Ja. Da fehlt uns wieder so ein bisschen der Typ. Ja, das Topic meine ich. Ein RPG. Great Combo. Okay, mal schauen, was das wird. Daggerfall machen wir wieder 3D. Unsere Engine wurde jetzt rausgegeben, Open Source. Wir haben dadurch 1000 Fans bekommen, haben aber, na gut, 3400 Kohle dadurch verloren, aber das ist nicht das Problem. So, Mystery and RPG is a great combination. Graphics seems to be quite important for this type of game. Was hat man da? The Door, okay. Und Plattform-Genre-Match war okay. So. Daggerfall, Engine. Story Quest ist da wichtig. Cutscenes hatten wir da nicht. Würde ich so machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ah, wir dümpeln immer so um die Null rum. Das ist echt scheiße. Dialogs. Better Dialogs. Level Detour brauchen wir nicht. Level Design wichtig. Artificial Intelligence ist nicht ganz so wichtig. Machen wir so. Aber man merkt, dass wir jetzt einen Design-Experten am Start haben. Grafik ist wichtig, World Design ist aber auch wichtig. Oder vielleicht so. Sound ist nicht wirklich wichtig. Open World, ganz wichtig an der Stelle. So.
Worlddesign ist ganz wichtig bei RPG, finde ich. Das wird wahrscheinlich noch im Report hoffentlich stehen. Ja, schön was in Design reinschicken. Bank. Oh je. Boah, in 3 Monaten müssen wir die 750.000 zurückzahlen. Oh, scheiße. Bin nicht so ganz... Boah, Schock. Stronghold ist vom Markt. So. Nein! Ein Bug ist noch drin. Verdammt. Wie ist denn der jetzt reingekommen? Ich dachte, der wäre weg. Egal. Yeah, Level Up. Sehr schön. Mal schauen. Ich hoffe, da wird was draus. Boah, Alter. AI Companions. Kann ich gar nicht so anfangen gerade. Wir sind mal schauen, dass uns vielleicht Digger voll halbwegs den Arsch rettet. Oh nein. Alter, das kann doch nicht sein. Was ist da los? I like it. Ja, ist ja schön. Medieval and RPG. Ja, das Problem ist, ich habe einfach scheiß Kategorien von Anfang an gehabt. Ich hätte so gerne meinte, das wäre optimal für Fantasy oder sowas gewesen, aber nee, sowas kriegen wir ja nicht. Warum auch? Ah, wie mich das aufregt, ey. Hallo? Oh nein, Ausgaben waren höher als Einnahmen. Na gut, meine Lieben, das ist scheiße gelaufen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine neue Runde. Ich fand das Spiel an sich sehr geil, auch wenn es nicht so geil gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal besser hin. Ja, wenn ihr nochmal Bock auf eine Runde habt, dann könnt ihr das ruhig einfach mal in die Kommentare unten reinballern. Und wir sehen uns da wieder bei anderen Let's Plays. Und ja, anscheinend bin ich einfach nicht dafür geboren, gute Spiele zu schaffen. Naja, bis dann erstmal. Haut rein. Ciao. Oh, Moment, da steht ja noch was. We have just got confirmation that Greenbyte, which has been financial trouble lately, has gone bankrupt. It appears that Electronic Mass Productions, Electronic Arts hat uns aufgekauft. Genau so, meine Lieben, genau nach diesem Schema läuft das ja heutzutage immer noch. Diese riesigen Firmen, die sowieso irgendwie teilweise scheiße sind, kaufen die Kleinen auf, die bankrott gehen, weil sie einfach nicht mehr nach egal kommen. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. See ya.